Unter Supermans Regentschaft gab es zahlreiche Vendetten und jede Menge Kopfgeld für Lobo. Er wurde zu einem der reichsten Männer des Universums, indem er diejenigen ermordete, die sich mit dem Hohen Rat anlegten. Mit zunehmendem Reichtum wuchs auch Lobos ohnehin gewaltiges Ego. Er suchte nach einem Auftrag, der seinen Fähigkeiten angemessen war. Da er bereits so viele Superhelden erledigt hatte, gab es nur wenig zu tun. Lobo entschied, sich mit seinem Geld seinen eigenen ultimativen Auftrag zu geben. Er würde die Einwohner von New Genesis erledigen, der Heimat der New Gods.